Creator Days. Hallo, hallo, ja, alle mal Hallo sagen. Schön hier in Haaren, in meiner Heimat. Und wir werden jetzt live dabei sein, wie der Sören auf einem 933 sein Glück in der Bodenbearbeitung versucht. Ja, er winkt schon ganz komisch. Mal gucken, was jetzt gleich passiert, aber was ist denn das? Ist das so ein Fan One? Ja, das ist ein Fan One, ein Gen 7. Schickes Frontgewicht, by the way. Und es geht los. Okay, Sören macht Sachen. Grünlandumbruch mit einem Lendken Karat 10. Ja. So, was passiert da vorne? Kommt auch noch einer. Der zieht hier einsam. Da zieht jemand einsam seine Bahnen. Wir haben hier heute alles hier. Wir haben einen Fendt, wir haben einen Johnny und wir haben sogar noch einen Valtra. Also wir können grubbern, pflügen und drillen. Können wir ganz kurz festhalten, wie leise dieser Trecker ist. Wahnsinn. Ja, hier haben wir einen, was ist denn der Flug jetzt? Juwel. Auf jeden Fall in der Online-Version, was halt ganz spannend ist, muss ich sagen. Sprich, es ist beim Trecker egal, was für eine Reifengröße habe ich drauf. Fahre ich mit Zwilling, fahre ich ohne. Ich kann mit GPS fliegen, weil ich nicht in der Furche so komisch bin. Das ist ganz interessant. So, hier sind auch wieder ganz viele unseriöse Typen. Wir gucken gleich mal, was da noch so Spannendes passiert. Auf jeden Fall, da seht ihr das Werk. Das Haarener Lemkenwerk. Dort werden die Drillmaschinen produziert. Bis 2019 wurden da Spritzen hergestellt. Und nachdem die Spritzenproduktion eingestellt wurde, seitdem werden hier die Drillmaschinen produziert. Oder zumindest so nach und nach immer mehr. Die Fläche hier gehört auch noch zu dem Standort. Das ist hier quasi so ein bisschen, ja, Ausgleichsversuchs-Irgendwas-Fläche. Auf jeden Fall können wir uns hier heute so ein bisschen austoben. Hier haben wir einen schönen 6R250, neueste Generation. Ja, wie der Fendt, wie der Valtra. Ich weiß gar nicht genau, was das für ein Valtra ist. Ein T oder ein Q? Das müssen wir uns ja nochmal angucken. Auf jeden Fall kommt da der Kollege Sören zurück. Und ich sehe es doch jetzt schon, er hat sein GPS nicht fachgerecht hier eingestellt. Streifenbildung, Herr Sörensen. Okay, jetzt muss ich aufpassen, dass mich diese ganzen Drohnen hier nicht gleich ummetteln. Ich habe ein bisschen Angst gerade, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah. Hilfe! Hier kommt auf jeden Fall so eine FPV-Drohne angeflogen. Hau ab! Hey! Herrlich! Ja, also wir können mal ganz kurz festhalten, der Sören hat auf jeden Fall zu genau gearbeitet hier. Was ist das? Jetzt macht er schon wieder hier. Ja, der Lemke Rad 10 hat vorne nochmal eine Scheibenreihe und drei Balkjäger grober. Mit Rückverfestigung natürlich. Das ist natürlich auch ein bisschen undankbar hier auf Grünland. Wobei, man muss sagen, naja, das ist durch den ganzflächigen Schnitt, irgendwie hat er das hier einmal alles zu packen bekommen. Also, es ist lose. Der Flug kann jetzt hier seine Arbeit verrichten. So, jetzt geht das los hier mit dem richtigen Gerät. Karat 10 mit dem Delta Cut, erste Bahn. Justus guckt sich das mal an, wie flach wir hier sind. Wahrscheinlich können wir sogar noch flacher, so wie ich dich kenne, ne? Ja, ein bisschen flacher. Ja. Ja, guck mal, schon ganz schön tief. Okay. Hier kann man das mal sehen, wie flach der eigentlich drin gewesen ist. Das ist schon echt gut. Ja, das Tolle ist, dass wir jetzt hier ein richtig schönes Bild abgeben. Das ist jetzt ja auch repräsentativ, weil wir haben hier, ja, ich sag mal, einen Stoppel aus der GPS-Ernte. Also quasi wie ein Stoppel nach der Ernte. Ganz normal nach der Getreideernte. Tatsächlich natürlich sehr sandiger Boden. Und das legen wir jetzt wirklich ganzflächig sehr schön um. Am Karat ist eben entsprechend, also erstmal Rohrstabwalze haben wir natürlich doppelt hinten. Die läuft eigentlich sehr gut, die große vorne, die kleine hinten. Und vorne haben wir, wie gesagt, das Scheibenfeld. Man kann das jetzt so ein bisschen ankratzen hier. Also die beiden sind ja sowieso relativ gerade zur Fahrtrichtung. Und diese Dinger schmeißen einmal rüber.
Und ich bin jetzt sehr gespannt, wenn wir den richtig flach einstellen, wie flach wir hier runterkommen. Das ist schon spannend, dass wir hier wirklich mit einem konventionellen Karat fast in die Richtung von dem kommst, was so ein Allrounder Flatline, sag ich mal, als Spezial-Federzinken-Flachgrubber kann. Und auf der anderen Seite kannst du natürlich auf die Dinger jetzt wieder die Meißelschare draufpacken, du kannst die Flügelschare draufpacken. Das ist schon ziemlich nice. Schauen wir uns das mal an. Justus, ich stell das gerade nochmal ein, damit das auch ordentlich ist. Und guck mal, er geht jetzt noch ein bisschen flacher. So dass er wirklich gerade nur kratzt auf dieser ebenen Fläche, zieht er eben trotzdem an. Schauen wir uns mal an. Ja. Kannst du nicht knurren, würde ich sagen. Jetzt stehen hier halt ab und zu noch mal ein paar Stoppel. Also wie gesagt, da ist er jetzt sehr flach gewesen. Hier hat das dann noch mal ein bisschen runtergestellt. Aber für so einen ersten Stoppelgang ist das ja gar nicht mal so verkehrt. Und es ist schon ein Riesenunterschied, ob du den Grubber quasi mit den Flügelscharen fährst oder jetzt eben entsprechend mit den Delta Cuts. Und durch dieses Schnellwechselsystem haben wir ja auch gesehen, ist wie gesagt bei dem Karat, den wir haben, Karat 9 in Mecklenburg, ist das genauso. Kannst du eben entsprechend, kannst du das einfach umklipsen. Dauert 10 Minuten. Naja, vielleicht 20 Minuten die Schare kurz umzuklipsen und dann funktioniert das. So, jetzt kommt er wieder zurück hier. Ich glaube, wie gesagt, ein ganz, ganz bisschen tiefer würde ich ihn stellen, damit er einfach noch mehr mitnimmt. Ja. Kann man machen. Spannend wird es halt sein, wenn wir da jetzt mal nicht auf dem Pulversand sind, sondern wenn wir entsprechend auf etwas schwererem Boden sind. Das können wir jetzt leider hier im Emsland nicht ausprobieren. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wir springen auch nochmal auf die Kabine und drehen mal eine Runde. Unter dem Zeichen der goldenen Möwe. Rein in die gute Stube, Freunde der Sonne. Jetzt sitzen wir endlich drauf. Die Sonne geht jetzt hier fast schon unter. Was wäre denn hier gesessen hier? Muss ich erstmal den Sitz hier runter machen, um mich hier richtig irgendwie einrichten. Kurz mal hier nach vorne. Was haben wir denn hier? Längssystemlinie. Go. Tempomat. Müsste laufen. Ah, das ist schon echt flach. Um Gottes Willen, Junge. Nicht, dass er da rein will. Mein Mann, ist das knapp. Ja, so cruisen wir jetzt hier lang. Auf dem Weg, ihr könnt es da am Ende sehen, zur goldenen Möwe. Dann sind draußen mal ein paar Aufnahmen und wir haben hier den schönen First-Class-Sessel für den Abend. Das Geile ist natürlich bei dem Fan wirklich immer, was ich finde, dieses Niedrigdrehzahlkonzept. 1100 Touren, klar, der muss jetzt nichts ziehen, aber trotzdem, das ist niedriger als bei anderen Schleppern. Und dann schneidet er hier wirklich ganz flächig ab, super geringer Spritverbrauch, macht halt alles wirklich Sinn. So, was muss ich jetzt machen? End wahrscheinlich, ne? Müssen wir jetzt hier mal irgendwie gucken. Das funktioniert auch. Wir wollen jetzt mal so ein bisschen enger rumfahren hier. Das müsste ja eigentlich gehen. Muss man nicht nach hinten gucken, sondern müsste eigentlich funktionieren, auch hier wieder reinzufahren. Das war natürlich jetzt nicht so richtig geil, aber go, Tempomat zur Seite und Feuer frei. Jetzt wollte ich doch aber irgendwie noch mal hier das Scheibenfeld vorne nehmen. Gottes Willen, auf welchem Steuergerät ist das denn jetzt hier? Steuergerät 2. Wo waren wir denn gerade eben? Naja, das mache ich jetzt lieber mal nicht. Nicht, dass ich jetzt hier was verstelle, weil Justus hat die Tiefe gerade so wunderbar eingestellt. Nicht, dass ich jetzt hier empfehle. Der hat übrigens kein Seitendisplay hier, ist mir gerade aufgefallen, trotz Fendt One. Schöne Kneifzange. Hier mal ein bisschen alles runter machen. Nee, bevor ich jetzt hier nämlich was verstelle, weil Justus hat den so wunderschön eingestellt, lasse ich das mal lieber so. Weil das Geile wäre eigentlich noch, wenn wir die Scheibe haben, die schneidet dann quasi ganz bisschen an und dann kann ich eben entsprechend, ist der Untergriff quasi des Schars noch mal besser, wenn der Boden vorher schon ein bisschen angeschnitten ist.
So, und ich denke mal, das soll es hier gewesen sein. Aus der Kabine erstmal, so viel mehr können wir hier nicht zeigen. Wir sagen auf jeden Fall schon mal Dank an Lemken und wir werden sicherlich auch mit unserem Karat nochmal das mit den Delta-Cut-Scharen ausprobieren. Die liegen nämlich auch schon parat. Gerade wenn jetzt die ersten Stoppel quasi entstehen und wir da wirklich was abarbeiten können, bin ich gespannt, wie das auch auf schwere Böden geht, denn dieser Pulversand ist natürlich jetzt erstmal easy. Also, Leute, macht's erstmal gut. Gönnt euch noch ein kühles Getränk und wir sehen uns im nächsten Video.